Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ein ziemlich ungewöhnlicher Moment, wie ihr vielleicht an der kleinen Uhr unten erkennen könnt. Es ist fast eine Viertelstunde nach Mitternacht, also wirklich mitten in der Nacht des neuen Tages. Ich habe die letzten paar Stunden öfter an Stefan gedacht und auch öfter mit ihm ein bisschen gechattet. Der hat das Buch Herrscher des Bösen, also Rulers of Evil von Frederick Tapersaucy, komplett ins Deutsche übersetzt. Weit über 300 Seiten. Eine fantastische Arbeit, die er sich davon gemacht hat. Und ja, das muss immer noch hier und da ein bisschen Korrektur gelesen werden. Und irgendwie habe ich nicht Bock, das Buch Korrektur zu lesen und es dann nochmal zu lesen. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, das Korrektur zu lesen. Aber wie gesagt, dann fange ich doch einfach mal an. Und nach den ersten paar Seiten dachte ich, also da kannst du dir auch genauso gut ein Mikrofon vor den Mund stecken. Und dann liest du das Buch eben ein. Na, und dann habe ich den Stefan gefragt, ob er nicht dabei sein möchte. Und dann kann ich euch erstmal den Übersetzer dieses fantastischen Buches Herrscher des Bösen vorstellen. Hier ist die Titelseite. 328 Seiten hat er übersetzt. Und Stefan ist mir jetzt über Skype verbunden, ist hier und kann sich dann mal eben selber vorstellen und ein bisschen so seine Geschichte erzählen, wie er dazu gekommen ist, das Buch zu übersetzen, wie er es gemacht hat, alles drum und dran, ein paar Fragen zu beantworten, die euch wahrscheinlich genauso heiß auf der Zunge brennen wie mir. Und ja, Stefan, erstmal herzlich willkommen und zu später Stunde. Schön, dass du dich dazu bereit erklärt hast, so spontan dem Ruf des Heiligen Geistes zu folgen, dass wir jetzt eine Aufnahme machen und wahrscheinlich die erste von der ganzen Buchlesung. Ne? Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Jörg, und danke für die netten Worte als Einleitung. Gut, du hast gefragt, ob ich mich ein wenig vorstellen kann. Das will ich jetzt natürlich gerne tun. Also mein Name ist Stefan, ich bin heute 39 geworden, beziehungsweise vor einer Viertelstunde und bin eben gerade von meiner Geburtstagsfeier gekommen und ich habe mich gerade nochmal einen Rechner gesetzt und mit Jörg, wie gesagt, ein paar Texte kurz über Skype ausgetauscht und so sind wir dann spontan hier bei der Lesung gelandet. Das war natürlich jetzt sehr, sehr spontan, wie eben gerade schon gesagt hat. Und aber manchmal ist das halt so. Gottes Wege sind da unergründlich und er führt da manchmal zu solchen, sage ich mal, Events oder ja, generell Übereinkünften. Du hattest gefragt, wie ich dazu gekommen bin, dieses Buch zu übersetzen. Ja, das also ist so ja nicht so evident, ne? Dass man da irgendwie das Buch findet und dann 328 Seiten sieht und sagt von, oh, das übersetze ich jetzt mal eben. Ich meine, wie kommst du dazu? Genau, also, wie komme ich dazu? Also im Prinzip habe ich vor einigen Monaten deinen Kanal entdeckt und habe mir da einige Videos angeguckt, vornehmlich hier Herrscher des Bösen, wie du das übersetzt hast, beziehungsweise mit einer Zusammenfassung, die du da gelesen hast. Ja, die hat Andreas ja übersetzt, ne? Andreas Hohn, ja. Genau. Und ich habe mir halt das englische Original gezogen nach deiner Lesung dazu und wollte es einfach lesen. Ganz einfach nur. Und genauso wie du jetzt gerade dazu gekommen bist, jetzt ein Video daraus zu machen, aus meiner Übersetzung, so bin ich halt da drauf gekommen. Ich habe dort das Englische einmal durchlesen und habe mir dann gedacht, als ich da auch im ersten Kapitel war, dass, wenn du es schon liest, kannst du es eigentlich auch gleich übersetzen, weil man übersetzt es ja sowieso im Verständnis für sich zumindest. Mhm. Deutsch nur. Und habe dann einfach mal angefangen. Erstmal nur so ein sporadisch, jetzt nicht so mit Bildern, einfach nur so erstmal geschrieben, erstmal mit dem Google übersetzt und angefangen, einfach nur copy und paste. Dann habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich so ein geiles Buch, beziehungsweise es hat so eine Tiefe. Das hat ein bisschen mehr verdient, als einfach nur irgendein Skript zu werden. Hab dann halt auch nach und nach die Bilder eingefügt und dann dachte ich, ich übernehme jetzt sogar komplett die Formatierung des Originales und dann habe ich wirklich nochmal angefangen von vorne und habe wirklich jede Seite so versucht, so originalgetreu wie möglich zu übersetzen und habe dann am Anfang halt den Google-Übersetzer zur starken Hilfe eingesetzt, bin dann da komplett von abgekommen, weil der Google-Übersetzer meines Erachtens überhaupt nichts taugt für sowas. Nee, das stimmt. Und habe dann ein besseres Programm gefunden. Ich will jetzt aber keine Werbung für diese Programme machen.
Aber wenn man das nur über diese Programme macht, hat man am Ende einen sehr kantigen Sprachduktus, sage ich mal, und trifft natürlich auch nicht oftmals den Inhalt. Und, Ja, das ist ja was, das habe ich ja in der Lesung vom Romanismus und die Reformation auch gesagt, das Maximilian übersetzt hat, das Buch, ne? Dass ich sage, genau. es geht ja nicht nur darum, die Worte zu übersetzen, es geht ja auch darum, den Geist des Buches zu verstehen und das rüberzubringen in eine andere Sprache. Das ist ein bisschen schwieriger, als einfach nur die Worte vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Sicher beim so einem Buch wie Romanismus und die Reformation, aber auch Viktor hat ja im Grunde vor derselben Aufgabe gestanden mit Hinter den Diktatoren. Und ja, du jetzt mit Tapasorsis, Herrscher des Bösen, im Grunde dasselbe, ne? Ganz genau. Und ich habe das am Anfang erstmal ein bisschen blauäugig über den Google-Übersetzer gestartet, war dann aber gar nicht mit einverstanden mit dem Ergebnis, weil, wie gesagt, einmal der Sprachduktus, also wenn ich da selber dann angefangen habe zu lesen, hat es mir ja schon nicht mehr gefallen. Und es war halt nicht so rund. Und ich habe das komplett dann sein gelassen mit dem Übersetzer und habe wirklich Satz für Satz dann eigenständig nochmal übersetzt, natürlich mit als Hilfe, aber nicht Copy und Paste, sondern wie gesagt, abgelesen aus dem Übersetzer und dann in eigenen Worten das niedergeschrieben. Was, und ich hoffe, dass ich den Sinn und auch einigermaßen dicht am Original dran bin. Ich habe das ein oder andere Kapitel auch komplett umbenannt. Werden wir dann im Laufe der Lesung zu kommen. Weiter hinten ist das im Buch. Da hatten wir uns ja gestern schon mal drüber unterhalten, Jörg. Ja, über die zwei Ministerien, das du genannt hast, die zwei Dienste. Genau. Weil das im Korintherbrief als Dienste auch übersetzt ist, ne? Also im Grunde hältst du dich an die biblische Auslegung in der deutschen Schlachterbibel, ne? Genau. Ja, das ist auch der Hintergrund dazu, weil ich der Meinung war, dass das sich im Deutschen besser damit ausdrücken lässt. Wie gesagt, wir werden dann im Laufe der Lesung ja drauf kommen. Und vielleicht finden wir auch während der Lesung noch das ein oder andere, kleine oder andere Formulierung, die man vielleicht noch besser treffen könnte. Ich habe es jetzt, soweit wie ich konnte, seit August so gut wie möglich den Feinschliff gemacht. Das heißt, nee, Quatsch, seit August habe ich mit der Übersetzung angefangen, war dann oben Ende September war es, glaube ich, fertig und dann habe ich es nochmal komplett umformuliert. Ja, du warst Bis. ziemlich genau zu der Zeit fertig, als wir mit Romanismus und die Reformation angefangen haben. Das war am 16. September, ne? Weil ich habe dich ja Ja. dadurch kennengelernt, dass du damals die Anfrage gemacht hast, dann der Skype-Gruppe mit bei sein zu wollen. Und dann hast du am ersten Tag gleich die Bombe in die Runde geschmissen von ich habe Herrscher des Bösen übersetzt. Da dachte ich fall glaub vom Glauben ab, sag ich. Gibt's ja wohl nicht. Ja. War ein bisschen später, da habe ich nur gesagt, dass ich dran bin. Ja, okay, dass du dran bist. Ja, trotzdem. Da habe ich trotzdem nicht glauben können. Stimmt, deine Reaktion, die hat keine mich noch gute Erinnerung dazu. Ja. Also da warst du ja erstmal ziemlich aus dem Häuschen und hat mich auch gefreut an der Stelle. Und hat mich natürlich auch gefreut auf die oder über die Reaktion der anderen Mitglieder der Runde. Und ist ja auch sehr gut angenommen worden. Ich weiß jetzt nicht, wer es schon gelesen hat. Mein Dank an der Stelle trotzdem nochmal an René aus unserer Runde. Der hat auch angefangen, Korrektur zu lesen. Er hat ja eine Freundin, die Germanistik-Studentin ist, aber leider zeitlich jetzt nicht so, sage ich mal, dran konnte. Aber er hat auch einige Korrekturen mit einfließen lassen. Bei mir ist es dann halt so, ich habe das jetzt schon so oft hoch und runter gelesen. Und ich habe jetzt wirklich mittlerweile Schwierigkeiten, mich darauf zu konzentrieren, weil ich schon so fast auswendig kenne. Und man wird dann auch nach einer gewissen Zeit betriebsblind für die eigenen Fehler. Und ich finde auch immer ab und zu jetzt noch Flüchtigkeitsfehler, hauptsächlich in der Kommasetzung, wo ich denke, was hast du denn da gemacht? Also es kann sein, dass uns jetzt in der Lesung noch das eine oder andere begegnet. Und das würden wir dann einfach in der Lesung mit ausbessern. Das hatte Jörg auch schon so vorgeschlagen. Ja, ich lese das einfach so, wie ich es lese. Und wenn ich meine, da stimmt ein Satz nicht oder so, dann lese ich den Satz vielleicht nochmal und vielleicht ist das ein Fehler, vielleicht nicht. Nun, bei dieser Lesung bist du jetzt dabei, initiell, also dass ich gesagt hatte von, ja, ich dachte, komm, wenn er noch hier auf Skype ist, kurz nach 12, ich sage, ich mache jetzt doch, mich juckt das unter den Fingern, dieses Buch anzufangen.
Er sagt, dann kann ich ja auch sehen, ob du dabei sein willst. Dann machen wir jetzt ein Einleitungsvideo. Ich weiß nicht, wie lange das wird. Vielleicht wird es eine Stunde, vielleicht ein bisschen weniger. Wir werden mal schauen. Über eine Stunde mache ich ja sowieso nicht. Und dann werden wir probieren, das einzulesen. Und natürlich, hier und da wird es immer ein paar Fehler geben. Aber da möchte ich auch gerne den Zuschauern dieses Videos mal ganz deutlich eben sagen. Du hast das vollkommen ohne Gewinnsucht, ohne Geschäftssinn übersetzt, nur aus dem Sinn, dass der Herr dich geleitet hat, der Heilige Geist dich in diese Arbeit geleitet hat, dass das eine wichtige Arbeit unter anderem für die Deutschen, aber eigentlich für jeden Deutschsprachigen ist, ein unglaubliches Geschenk für die Deutschsprachigen, um dieses fantastische Buch von Frederick Tapersorsi ganz ins Deutsche zu übersetzen. Und natürlich sind da Flüchtigkeitsfehler drin. Wir sind eben keine Professionellen. Aber ich glaube nicht, dass es eine professionellere oder eine bessere Übersetzung dieses Buches irgendwo gibt. Und wenn, ja gut, dann kann das vielleicht so sein, aber alleine schon die ganze Anstrengung, die du damit übernommen hast, finde ich sowas von unglaublich fantastisch. Ich meine, ich scroll ja hier das ganze Buch im Augenblick durch. Ich klicke die ganzen Seiten an und man sieht ja, wie professionell das aufgebaut ist. Wie der Druck, die Bilder damit drin und alles drum und dran, wie du das gemacht hast, das finde ich sehr professionell. Und da sollten uns die Leute das wirklich vergeben, wenn da hier und da mal ein Druckfehler drin ist oder wenn da ein Satz vielleicht auch mal ein bisschen so ausgedrückt ist, dass man den nicht so toll versteht, dann werde ich vielleicht auch in den Lesungen das englische Buch mal dabei nehmen und werde im englischen Buch gucken und schauen, wie steht das hier drin. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass es da solche Verständnisprobleme gibt, weil ich habe das mit Victor auch nicht gehabt, der ja hinter den Diktatoren übersetzte. Und mit Maximilian, der Romanismus und die Reformation immer noch im Übersetzen ist, auch nicht. Also da waren bis jetzt alle Sätze im Grunde perfekt, ne? So, jetzt sind wir schon im Ja. Glossar, jetzt sind wir schon hier am Ende des Buches angekommen. Hier gehen wir nochmal auf die Titelseite hier zurück. Aber bitte, du wolltest noch was sagen. Ja, eine Sache möchte ich noch, bevor es losgeht, kurz loswerden. Ich habe noch einige Bilder und Zeichnungen eingefügt, die im Original nicht drin sind. Künstlerische Freiheit. Künstlerische Freiheit, genau. Und ja gut, ich wollte noch einen Satz sagen, aber ich glaube, den bringe ich lieber an, der passt ganz gut an einer Stelle in der Einleitung, da werde ich ihn da anbringen. Dann würde ich sagen, dann halten wir uns jetzt nicht mehr länger am Intro auf, sondern würde ich sagen, starten wir einfach. Prima, dann machen wir das. Dann fangen wir an. Rulers of Evil oder Herrscher des Bösen. Nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen. Ich muss das hier nur ein wenig größer machen, das ist dann leichter für mich zum Lesen. Und dann scrollen wir jetzt mal runter. Nächste Seite. Das ist ja hier die Einleitung jetzt. Da ist auch dieser ganz wichtige Satz von President oder dem vormaligen amerikanischen Präsidenten William Jefferson Clinton. Ein Rhodes Scholar übrigens, für diejenigen, die nicht wissen, was ein Rhodes Scholar ist. Die sollten sich meine englische Lesung anhören von Code Word Babylon, wenn das dann irgendwann mal veröffentlicht wird. Da sind wir auch ganz schön mit im Verzug. Fast 100 Lesungen gemacht aus dem 525 Seiten dicken Buch. Und da wird über Präsident Clinton also eine ganze Menge eingegangen und vor allen Dingen eben auch, was es heißt, ein Rhodes Scholar zu sein, weil da gibt es mehr als nur ihn. Der übrigens an der Georgetown-Universität studiert hat und was das heißt und beinhaltet, das werden wir dann auch im Laufe dieses Buches lernen, natürlich. Von dem hier ein Zitat am Anfang des Buches: Das Schlimmste, was du in deinem Leben tun kannst, ist, deinen Gegner zu unterschätzen. Und ich füge da noch hinzu: Das Schlimmste, was du in deinem Leben tun kannst, neben deinen Gegner zu unterschätzen, ist, deinen Gegner nicht zu kennen. Weil du die Bibel nicht kennst und deswegen A nicht weißt, dass Jesus dein Freund und Erlöser und Erretter aus diesem antichristlichen System ist und B, dass du nicht weißt, dass der Teufel und seine Gesandten, Dämonen, die gefallenen Engel, deine Gegner sind und dass du dich in einem geistigen Kampf befindest, den du auf gar keinen Fall unterschätzen solltest. Das möchte ich dann noch gerne zufügen. Dann sehen wir hier eine Tabelle der ganzen verschiedenen hier Drucke, Zeichnungen, Bilder, die hier eingefügt sind in das Buch mit dem Titel dran. Dann hier das Inhaltsverzeichnis. Wir lesen jetzt also Einleitung vorwärts und kommen vielleicht noch zur Orientierung. Und dann geht es los mit das verborgene Rom. Ganz toll, da hast du, glaube ich, auch in der neuesten Version das Bild reingemacht. Nicht diese Zeichnung von der Heiligen Allianz, The Holy Alliance, sondern hast das Bild genommen vom Time Magazine, ne? Nehme ich an.
Nein, ist die Originalzeichnung noch drin. Ah, ist die Originalzeichnung noch drin. Ja. Ich habe das hier Alliance, warte mal. Das ist aus dem ersten Kapitel, das werden wir dann ja auch noch sehen. Ja, man sollte auch Alliance richtig schreiben, Jörg. Dann findet man das auch. Das hier ist das Bild von Time Magazine. Time Magazine ist ja rausgebracht von Henry Luce, ein Malteser Ritter. Ganz wichtige oder interessante Person. Da geht es halt um die Heilige Allianz, wo der Papst und Regen sich verschworen haben, um den Kommunismus nach unten, also runterzubringen. Und das übrigens Gorbatschow war da genauso bei beteiligt. Die haben sich nämlich gegen die ganze Welt verschworen, zu dritt. Aber hier wird vor allen Dingen gesprochen von der Allianz zwischen Reagan und Papst. Wie gesagt, das ist ein sehr schönes Bild. Aber gut, du hast die originale Zeichnung drin, ist ja auch nicht weiter wild. Das ist halt das erste Kapitel und dann die anderen Kapitel, das sehen wir dann noch. In total haben wir 25 Kapitel, wie gesagt, die beiden Dienste, das letzte Kapitel, um abzuschließen, dann noch ein paar Bilder hinten dran, Glossar, Fußzeilen und Literaturverzeichnis. Also wirklich ein sehr professionell aufgearbeitetes Buch, eine aufgearbeitete Übersetzung von Stefan hier. Und übrigens, Stefan, wenn dir jetzt irgendwo zwischendurch irgendwas einfällt, du möchtest einen Kommentar geben oder so, dann sagst du mal was, ne? Selbstverständlich. Gut. Hier haben wir das Bild vom Kapitol in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo obendrauf diese Figur steht, die Freedom heißt, Freiheit. Auch da gibt es zwei Kapitel drüber, unter anderem The Immaculate Conception, also die unbefleckte Empfängnis, handelt davon und am Anfang des Buches wird da auch drüber gesprochen. Deswegen ist das Bild hier am Anfang von Herrscher des Bösen auch mit eingebracht, ne? Der Dom des Kapitols, wie es hier heißt. Und dann kommen wir in die Einleitung. Die Einleitung, die wurde geschrieben von Pat Shannon, ein leitender Journalist am Media Bypass, mit dem Tapper Saucy zusammengearbeitet hat. Also die kannten einander wohl, denke ich mal. Und in der Einleitung schreibt er hier, Zitat: Es scheint so, als wären die einzigen Menschen, die an eine Verschwörung der Geschichte glauben, diejenigen, die sie selbst ausgiebig studieren. Die Geschichte. Und das ist schon mal ein Problem. Da kommt Tapper Saucy auch später in seinem Buch drauf. Da erwähnt er, wie viel Universitäten im Jahre 1900 und wann war es noch? 1909, 4, 9, nee, 1904, 1939 und 1964. Wie viele Universitäten damals verpflichtende Geschichtskurse angeboten hatten und wie viel weniger das dann im Laufe der Zeit wurden. Und dass in der Zukunft wohl nur noch Amateure sich mit der Geschichte beschäftigen und aufgrund des richtigen Geschichtsverständnisses überhaupt einen Sinn aus der Realität heute machen können. Deswegen ist der erste Satz hier im Grunde schon mal sehr, sehr wichtig. Ich habe auch immer gesagt, was Verschwörungstheorien angeht, weil jeder sagt ja immer, oh, das ist eine Verschwörungstheorie, das ist eine Verschwörungstheorie. Da musst du der Theorie mal auf den Grund gehen. Da musst du mal die hinterliegenden Fakten davon aufdecken. Und dann wirst du sehen, dass die meisten Verschwörungstheorien keine Theorien sind, sondern tatsächliche Verschwörungen. Und davon abgesehen, wir leben in einer Welt, die von vornherein eine Verschwörung ist. Das wichtigste Buch, das wir in dieser Welt handhaben können, nämlich die Bibel, das Wort Gottes, spricht von einer Verschwörung. Da hat nämlich eins der geschaffenen Geschöpfe im Himmel rebelliert gegen seinen Meister und hat sich dann gegen seinen Meister und dem seine ganze Schöpfung verschworen, um sie sein eigen zu machen. Die Verschwörung von Luzifer aus dem Himmel zusammen mit seinen gefallenen Engeln gegen Gott und seine Schöpfung ist die größte Verschwörung, in der wir überhaupt leben. Wir leben in einer Verschwörung. Jetzt mal abgesehen von den paar Verschwörungen, die wir hier auf dieser Erde haben, ist die himmlische Verschwörung das größte und schlimmste, was uns überhaupt je hätte passieren können und bis jetzt überhaupt je passiert ist. Und da muss man sich mal bewusst von werden. Und um diese Verschwörung überhaupt zu entdecken und zu verstehen, ist es unerlässlich, eine korrekte Bibel zu besitzen und zu lesen. Und deswegen rate ich an, besorgt euch eine König-James-Bibel von 1611. Die ist die korrekteste Bibel. Und da könnt ihr jetzt sagen von, ja, Jörg, ich kann kein Englisch, ja, lern es dann. Ich meine, die Apostel konnten auch kein all die anderen Sprachen. Dann kam der Heilige Geist über sie und hat ihnen die Möglichkeit gegeben, fremde Sprachen zu sprechen. Ich sage ja nicht, dass bei euch auch der Heilige Geist genau dasselbe macht.
Aber wenn ihr das wirklich wollt, dann wird der Geist euch leiten in die Fähigkeit, fremde Sprachen zu erlernen. Ja? Immer diese Ausrede von, ich bin Deutscher, ich will kein Englisch oder ich kann kein Englisch. Schaut mal, der Stefan, der das Buch hier übersetzt hat, stellt euch mal vor, der hätte so gedacht, dann könnten wir heute das Buch in Deutsch nicht lesen. Ja? Es ist wichtig. Und der Punkt ist, wir haben verschiedene Stellen in der Bibel angeholt, in Gesprächen mit Max habe ich das, mit Victor habe ich das und mit Michael habe ich das bereits erlebt, dass wir über die Bibel gesprochen haben und dass wir dann die König James oder Schlachter verglichen haben und dass wir gemerkt haben, die Schlachter hat hier eine undeutliche oder eine falsche Übersetzung. Aus dem Englischen raus dann natürlich, aber da geht es ja drum, die Übersetzung aus dem Griechischen ins Englische ist perfekt und das wurde dann ins Deutsche schlechter übersetzt. Aber wenn man die Bibel nicht hat, dann ist man sich überhaupt nicht bewusst von der größten Verschwörung überhaupt. Und die größte Verschwörung überhaupt ist die Verschwörung, die in der Bibel beschrieben steht. Gott gegen seinen Widersacher. Das Christentum, mal eben so nebenbei bemerkt, ist übrigens die einzige, zwischen Anführungszeichen, Religion auf dieser Welt, wo das Gute einen Widersacher hat. Ist euch das mal aufgefallen? In keiner anderen Religion muss der Gott, der gute Gott gegen irgendeinen Bösen sonst irgendwo stehen. Nur im Christentum ist das so, dass wir diesen Fall haben. Sollte man vielleicht auch mal eben überdenken. Also, wenn ich jedes Mal so lange Kommentare gebe, nach einem Satz zu lesen, könnt ihr euch vorstellen, wie lange die Lesung dauern wird. Ne? Fangen wir nochmal an. Es scheint so, als wären die einzigen Menschen, die an eine Verschwörung der Geschichte glauben, diejenigen, die sie selbst ausgiebig studieren. Während man glauben könnte, dass Franklin D. Roosevelt vielleicht mit seiner Aussage, Zitat, in der Politik geschieht nichts durch Zufall. Wenn etwas passiert, war es auf diese Art und Weise geplant, Ende Zitat, übertrieben hätte, gestand Carol Quigley, Bill Clintons Lieblingsprofessor an der Georgetown-Universität, ganz offen in seinem Buch Tragedy and Hope, das 1966 unter dem deutschen Titel Tragödie und Hoffnung erschienen ist, das, ich glaube, knapp 1300 oder 1600 Seiten hat. Ich weiß es nicht genau, ich glaube 1600 Seiten. Und das Wort Jesuit kommt in dem Buch ein einziges Mal vor. Dass sich die Massen bereits unter der Kontrolle einer kleinen, aber extrem mächtigen Gruppe befinden, die die Weltherrschaft ausübt und dass Quigley selbst Teil eben genau dieser Gruppe ist. Internetverschwörungstheorien bemühen sich zwanghaft, die verschwörerischen Fraktionen zu entlarven. Dadurch kommen wir hier und dort für einige vereinzelte Puzzleteile zu diesem Thema präsentiert. Die einen behaupten, die Welt würde von Freimaurern gelenkt. Die anderen reden von Skull and Bones und einer losen Verbindung von Geheimgesellschaften. Dem CIA, das steht für Central Intelligence Agency oder auch Catholics in Action, wird dies genauso zugetraut als auch dem Mossad, also dem israelischen Geheimdienst. Ich aber behaupte, dass diese Fraktionen lediglich Werkzeuge sind. Und natürlich dürfen auch die Engländer nicht fehlen. Eine gewichtige Rolle wird auch dem internationalen Bankenkartell zugesprochen. Dazu später mehr, auf Seite 160, glaube ich, im original englischen Buch. Als Victor Marston im Jahre 1910 die Protokolle der Weisen von Zion veröffentlichte, die angeblich ein jüdischer Plan zur Übernahme der Weltherrschaft waren, wiesen die Juden jedoch die Autorenschaft ab und beschuldigten stattdessen die katholische Kirche, die Protokolle mit der Absicht verfasst zu haben, um das Judentum zu diffamieren. Nun, das ist gelb angestrichen und ihr kennt meine Lesung inzwischen und wisst, wenn da was gelb angestrichen ist, dann hat Jörg da seinen Senf dazu zu geben, hab ich auch. Nämlich, die Protokolle der Weisen von Zion, wer darüber mehr lernen möchte, sollte sich das Kapitel 2 aus dem ebenfalls frei aus dem Englischen übersetzten Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche reinziehen. In diesem zweiten Kapitel, wo es über die Protokolle der Weisen von Zion gibt, habe ich hier einen Link, der natürlich in dem Video in der Beschreibungsbox mit reingelegt wird, auf archive.org. Da könnt ihr das zweite Kapitel mit dem Titel halt über die Protokolle der Weisen von Zion selbst lesen. Und ich gebe euch auch noch einen Link dazu zu einem Video, wie ihr hier seht. Warum ist das jetzt so klein hier?
Das ist eine fünfteilige Serie, als wir also dieses Kapitel gelesen haben aus Hinter den Diktatoren. Und da ist der Link hier zu dem ersten Video und das ist dann in der Spielliste oder das könnt ihr dann auch finden, könnt ihr die anderen auch noch schauen. Ihr könnt also entweder die Videos schauen oder ihr könnt das Kapitel selbst lesen Hinter den Diktatoren, wo es geht um die Protokolle der Weisen von Zion und sehen, wer, warum, wieso, weshalb dahinter steckt. Auf wessen Seite, fragt der Autor hier, also besser gesagt nicht der Autor, sondern derjenige, der hier die Einleitung schreibt, der Pat Shannon, auf welcher Seite stand der Marston, der also diese Protokolle der Weisen von Zion 1910 veröffentlicht hat? Das ist die Frage. Der eine sagt katholische Kirche, der andere Judentum, der dritte sagt, das waren die Freimaurer und so weiter und so weiter. Auf welcher Seite stand Marston? Man kann sich tief in Verschwörungstheorien verstricken, die üblichen Verdächtigen dann bestreichen, streichen sich dabei oftmals gegenseitig aus der Gleichung und man endet in tiefer Frustration in einem fragmentierten Weltbild. Das, was der Pat Shannon hier sagt, ist ein ganz wichtiger Satz. Das ist doch schon eine Weile her, dass ich Kommentar gegeben habe. Ne? Das ist ganz wichtig, weil wenn man sich erinnert, wenn man jetzt also seine Untersuchungen anstellt im Internet, dann fängt man ja oftmals an bei solchen Leuten wie im Deutschen ist das dann der Benesch, heißt der, glaube ich. Im Englischen ist das Alex Jones mit seinem Prison Planet und wie der alles heißt. Ich kriege seine Titel alle gar nicht mehr zusammen. Alex Jones ist auf jeden Fall eine, ich sag mal, eine Koryphäe in der sogenannten Truser-Gemeinschaft. Und man wird oftmals mit diesen Untersuchungen, wenn man zu solchen Leuten geht, von Pontius nach Pilatus geschickt, wie wir es schön in Deutsch sagen. Von rechts nach links, von links nach rechts. Man fühlt sich wie so ein Ping-Pong-Ball, der überall hingeschmissen wird, aber nirgendwo ankommt. Und genau das ist das Problem. Weil diese ganzen, natürlich erstmal die Mainstream-Medien, also die Hauptmedien, die wir gebrauchen, die beschäftigen sich überhaupt nicht mit Verschwörungstheorien. Da wird man gleich als Terrorist abgetan, wenn man damit abkommt. Aber wenn man dann zu den alternativen Medien geht, dann kommt man von Alex Jones zu David Icke, zu Wes Griffin und zu, ach, weiß ich nicht, wie man da noch alles aufzählen kann. Tex Mars zum Beispiel auch im Englischen noch. Im Deutschen ist mir da nicht so sehr bekannt, wo man da überall hinkommt. Habe ich nie viel untersucht. Aber das Problem ist, dass diese Leute einen immer tiefer in eine Sackgasse reinleiten oder von einer Sackgasse in die nächste. Man kommt irgendwo nie bei dem schlussendlichen Ziel an. Und ein Tipp, den ich da geben kann, ist, als ich am Anfang diese Untersuchung gemacht habe, bin ich auf ein Buch gestoßen von Milton William Cooper oder besser bekannt als Bill Cooper. Und dieser Bill Cooper, der war etliche Jahre im amerikanischen Marine-Nachrichtendienst beschäftigt und hat 1991 ein Buch rausgebracht, das heißt der Behold the Pale Horse. Wie heißt das jetzt auf Deutsch? Behold the Pale Horse. Na, jedenfalls der apokalyptische Reiter, so heißt es auf Deutsch. Der apokalyptische Reiter. Und der hat in seinem Buch eine Aussage gemacht, die war, schau, sagt er, die Leute, die uns regieren, die tun, was sie tun, weil sie einer bestimmten Religion folgen. Die haben bestimmte Glaubensüberzeugungen und Dogmen, denen sie sich verschrieben haben, die sie auch geschworen haben zu folgen. Und das Problem ist jetzt, dass du nicht diese Religion folgen musst oder glauben musst, aber du musst sie kennen, um ihre Ziele zu kennen und zu wissen, worauf das hinausläuft. Mit anderen Worten, wenn du dich nie mit, ich sag jetzt mal zwischen Anführungszeichen, Religion beschäftigst, wirst du diese Zusammenhänge nie verstehen, weil was sie uns in der Welt ablernen, und zwar, sie trainieren uns das wirklich ab, wie Pavlovs Hunde werden wir erzogen, mehr oder weniger. Das ist, dass wir nicht mehr selbst denken können, selbstständig denken können, dass wir nicht mehr die Synapsen in unserem Gehirn zusammenschließen können und eigenständig denken können und Zusammenhänge bilden können. Es wird uns abtrainiert, um so etwas zu können. Darum ist Geschichtsunterricht in der Schule auch sowas von gähnend langweilig. Da musst du lernen, welcher Prinz mit welchem König im Bett gelegen hat oder Krieg geführt hat oder wann geboren ist oder wann gestorben oder was weiß ich was gemacht hat. Aber warum, wieso, weshalb, die Hintergründe?
Wir mussten wissen damals, dass Napoleon 1815 in Waterloo geschlagen wurde. Und das war es dann auch. Aber dass gleichzeitig der Kongress von Wien stattgefunden hat und zwei andere Geheimkongresse, nämlich in Chiri und Verona, anschließend und was da besprochen wurde und was der Einfluss der Religion auf diese ganzen Kriege war, das hat uns kein Schwein erzählt. Und das macht Geschichte doch erst interessant, dass man Geschichte und Religion miteinander verbindet. Und Bill Cooper hat mir damals in der Hinsicht, oder mir sind durch das Lesen von Bill Cooper die Augen aufgegangen, dass ich sage, okay, ich muss die Religion selbst nicht glauben, nicht annehmen, aber ich muss zumindest wissen, was die glauben, um zu verstehen, was sie tun. Und das hat mir persönlich sehr geholfen, aus diesen Sackgassen, in die mich Alex Jones und David Icke und wie sie nicht alle heißen, immer wieder geschickt haben, rauszukommen. Und um den richtigen Weg zu finden. Die ganze Zeit habe ich natürlich gar nicht gemerkt, das war immer der Herr, der mich an der Schulter gezogen hat. Von Anfang an. Aber man denkt ja immer, man ist selbst so schlau und selbst so gut. Man kann selbst alles so, man weiß selbst alles so toll. Man weiß im Grunde überhaupt nichts. Aber es ist der Herr, der leitet. Ne? Das habe ich auch erst später verstanden. Das kommt mit dem späteren Studium der Bibel. Aber diese Erkenntnis hat mir wirklich die Augen geöffnet, zu sagen, von beschäftige dich damit, welche Religion die Leute glauben. Und wenn du weißt, was die glauben, dann weißt du, warum sie handeln, wie sie handeln. Und dann kannst du es nachvollziehen. Das hat mir sehr geholfen. Stefan, hast du da vielleicht was zu sagen, was ich jetzt gerade so erwähnt habe? Hast du da vielleicht auch in der Hinsicht deine eigenen Erfahrungen irgendwie gemacht in deinem Studium hier? Ja, also ganz ähnlich wie du. Also ich habe damals, oder ich fange mal ganz von vorne an. Also ich war damals als Zivildienstleistender auf einem Seminar, auf einem Pflichtseminar. Und dort konnte man noch ein weiteres Seminar buchen, das war frei und das hieß Götter, Geister und Dämonen. Ist natürlich jetzt erstmal ein Hammer. Auf jeden Fall hat man dort sehr ja, tiefgreifende Informationen über Okkultismus erhalten. Und da habe ich so das erste Mal mich mit solchen Sachen beschäftigt, habe es dann aber wieder weg von einem geschoben, weil das ja schon irgendwas ist, was einen runterziehen kann. Das ist ja das Schwierige daran. Und ja, so nach und nach kamen dann so weltweit die Dinge ins Rollen nach dem 11. September und konnte nie so richtig damit umgehen. Das hatte immer meine Zweifel, ob das alles so ist, wie es da beschrieben ist. Und bin halt nach und nach auch über David Icke und all diese typischen Charaktere, die du eben angesprochen hast, auch am Ende in einem fragmentierten Weltbild gelandet, so wie es hier der Autor eben in dem Satz beschrieben hat, den du gerade vorgelesen hast. Und ja, bin dann halt hab dann halt auch eine Lösung gesucht für die Welt, aber man verstrickt sich dann immer mehr in diese New Age-Philosophie und in die Gnosis auch, was ja am Ende reiner Satanismus ist, wenn man es bis zu Ende denkt. Am Anfang hört sich das immer alles so toll an. Und das ist halt alles zusammengefasst in diesen Okkultismus. Und da habe ich mich eine Weile stark mit beschäftigt und war auch der Meinung, dass das alles richtig war. Und zum Glück bin ich da halt daraus über die Bibel halt. Und ich habe damals Jesus Christus angenommen als meinen Retter und Erlöser. Und man kann wirklich sagen, es macht dann irgendwie wie so ein Knall. Und all das, was einen runterzieht, es verschwindet nach und nach. Und das Bewusstsein wird weiter, man öffnet sich mehr der Wahrheit. Und ja, es ist halt ein Erlebnis. Bin auch froh, darüber so jetzt erzählen zu können, obwohl das innerliche starke Kämpfe waren eine gewisse Zeit lang. Und aber im Grunde war es genau ähnlich deinem Pfad, den du eben beschrieben hast, über diese ganzen Charaktere der Wahrheitsbewegung, die du eben aufgezählt hast, habe ich auch alles durch. Zwar jetzt bei dem David Icke war ich am Anfang sehr lange, habe viele Bücher gelesen. Jetzt habe ich neulich erst alte im Keller gefunden, die habe ich dann gleich dem Altpapier zugeführt. Die haben halt alle einen gewissen Anteil Wahrheit, aber wenn es dann zur Lösungspräsentation geht, also ich sag mal, das Problem erfassen die genauso wie du jetzt hier, Jörg, ne? Nur halt grober, nicht im Detail, im geschichtlichen Detail, aber sehr grob und vereinfacht.
und bieten dann halt Lösungen an, die halt jedes Mal, die Lösung ist immer der Okkultismus. Magie und weiß der Teufel, alles, was da am Ende immer als Lösung für die weltlichen Probleme gesehen werden. Und es ist aber immer das Gegenteil von dem, was die biblische Aussage ist. Und wenn man das halt einmal versteht, und der Jörg, der geht ja wunderbar ins Detail hier geschichtlich und so, da kann man ja nur den ja, Hut vorziehen. Und ja, ich bin auch immer, und ich habe immer Schwierigkeiten, das immer alles mir so komplett zu merken, weil das ist natürlich auch immer ein wahnsinniger Fundus, den du da loslässt. Die Bücher sind ja alle vollgepackt mit Infos und dann ergänzt du das immer noch mit den Querverweisen, die du dann halt durch deine Recherche hast. Und ja, es ist schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen, sage ich mal, wenn man das immer verfolgt, aber trotz allem. Wichtig ist halt, dass diese ganzen Lesungen halt dazu dienen, dass man halt Bescheid weiß. Meine Empfehlung ist immer, sich nicht ganz so tief darin verstricken. Das kommt dann in den nächsten Sätzen auch noch in diesem Buch, wenn der Autor sagt, dass man sehr leicht, wenn man diese Infos hat, in dieses Richten verfällt. Und den Fehler habe ich halt damals auch gemacht. Und das Gefährliche ist, wenn man in dieses Richten verfällt, ist man aber gleichzeitig auch wieder drin, in diesem, ja, in diesem Teufelskreis, in diesem Bewusstseinsteufelskreis, sage ich mal. Man muss wissen, Da was man. beschreibst du gerade in wenigen Worten die Wichtigkeit des letzten Kapitels dieses Buches, ne? Ja, gut, ich will vielleicht nicht zu weit hinausgreifen. Ja, nee, nee, ist ja in Ordnung, dass du das machst, Stefan. Finde ich ja gar nicht verkehrt. Ich will nur gerade sagen, da kommt man wirklich, wir sind gerade bei den ersten Sätzen, noch vor dem Buch selber eigentlich, und dann sprichst du schon Dinge an, die im letzten Kapitel besprochen werden. Das ist ja auch gut. Weil so werden wir natürlich das Interesse der Leute vielleicht wecken, die jetzt hier dieses Video schauen, dass sie sagen von, ja, wenn das ja so ist, dann muss ich ja die ganze Buchlesung verfolgen, um zu begreifen, wo die heute drüber schnacken, dass ich das beim letzten Kapitel dann auch verstehe. Ja? Ich wollte eigentlich nur auf einen der nächsten Sätze vorgreifen, wo das schon mal kurz angedeutet wurde. Ich wollte jetzt nicht das letzte Kapitel schon den Zuhörern quasi hier offenbaren, aber gut. Ich wollte es jetzt erstmal dabei belassen und wollte jetzt erstmal das Wort zurück an dich geben. Okay, also, auf wessen Seite stand also Marston? Man kann sich tief in Verschwörungstheorien verstricken, die üblichen Verdächtigen streichen sich dabei oftmals gegenseitig aus der Gleichung und man endet in tiefer Frustration und einem fragmentierten Weltbild, wenn man die Bibel nicht hat, die einem hilft. Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Frederick Tapersaucy zu unserer emotionalen Rettung geeilt ist. Während seiner 10-jährigen Flucht vom Justizministerium, wo er verurteilt wurde für ein Verbrechen, das in keinem Gesetzbuch zu finden ist, beschäftigte Tapersaucy sich mit der Nachforschung über die Machthaber dieser Welt. Es war eine Nachforschung, die meines Wissens nach noch nie von jemandem vor ihm unternommen wurde. Das Ergebnis seiner Arbeit halten Sie gerade in den Händen. Herrscher des Bösen. Ein mächtiges Buch, das in falschen, weniger liebevollen Händen viel Wut und richtende Gedanken auslösen wird. Tappers These: Es gibt tatsächlich eine kleine Gruppe, die die Welt regiert. Aber wir können sie nicht als heimliche Verschwörer bezeichnen, weil sie sich selbst mit Zeichen, Mottos, Symbolen und Ikonen überall selbst ganz offen präsentieren. Fragen Sie sich selbst nochmal, was nimmt den höchsten Punkt des US-Kapitols ein? Es ist wahrscheinlich die meistverbreitete Statue der Welt, und ich wette, Sie kennen die Antwort nicht. Solange Sie aber nicht wissen, wessen Füße fest auf dem legislativen Zentrum Ihres Landes stehen, oder wie Sie dorthin gekommen, oder woher Sie gekommen sind, bleibt die Gruppe, die Amerika kontrolliert, für Sie unsichtbar. Sobald Sie jedoch die Zusammenhänge erkennen, beginnt sich der Nebel zu lichten. Saucy hat hunderte dieser symbolischen Zeichen, Ikonen, Statuen und Gebäude analysiert, die von den wahren Herrschern der Welt hinterlassen wurden. Hinweise, die wir gelernt haben zu ignorieren, er hat sie bis zu ihren Ursprüngen zurückverfolgt und sie mit geschichtlichen Fakten verglichen, die bis zu 6000 Jahre zurückliegen, weil so alt ist die Welt. Und alles abgeglichen mit dem zuverlässigsten Nachschlagewerk der Menschheit,
der Bibel. Das ist einer der wichtigsten Punkte in diesem ganzen Buch. Tapper Saucy hat die Dinge zurückverfolgt aus biblischer Sicht und deswegen geht es auch nur 6000 Jahre zurück, weil älter ist die Erde nicht nach der Schöpfungsgeschichte. Ganz wichtiger Punkt. Das Ergebnis lautet, ein unvermeidlicher Prüfstein für alle zukünftigen Nachforschungen zu diesem Thema. Herrscher des Bösen ist ein unentbehrliches Lehrbuch, das Sie wahrscheinlich von vorne bis hinten mit Notizen und Markierungen verunstalten werden. Bewahren Sie es auf jeden Fall im unteren Bereich Ihres Bücherregals auf, in der Nähe von neugierigen Kinderhänden. Pat Shannon, leitender Journalist, Media Bypass, eröffnet die Lesung dieses Buches. Und wir fahren fort mit einem Vorwort. Das Vorwort wurde geschrieben von dem Verleger Peter Fleming, die Verlagsagentur, die das Buch Rulers of Evil dann damals, ich glaube, 1999 veröffentlicht hat. Übrigens ein Zeitpunkt, sehr interessant, ungefähr derselbe Zeitpunkt, ich glaube 1996, erschien Cold World Babylon von P.D. Stewart, das ich ja im Englischen auch gelesen habe. Und das ist sicher so interessant wie Rulers of Evil. Ob es nun angemessen für einen Literaturagenten ist, das Vorwort für seinen Klienten zu schreiben, kann ich nicht genau beantworten. Falls ja, na, dann breche ich hiermit die Regeln. Aber ist dies nicht wiederum passend für ein regelbrechendes Werk, wie es Herrscher des Bösen nun einmal ist? Während der Buchmesse in Los Angeles im letzten Frühjahr habe ich meinen Klienten Tapper Saucy, einen der schillerndsten Verlagsleiter New Yorks, vorgestellt. Als Tapper den Inhalt des Buches für ihn kurz zusammenfasste, wurde ich persönlich Zeuge, wie die Augenbraue dieser furchtlosen Führungskraft nervös begann zu zucken. Mit meinen eigenen Ohren hörte ich ihn sagen, das ist ein bisschen zu extrem für uns. Das nervöse Zucken trat unmittelbar nach Tappers Worten auf. Die römisch-katholische Kirche herrscht tatsächlich über die Welt, inklusive der Regierung der Vereinigten Staaten. Und dies wird offen in Denkmälern, Emblemen, Mottos und Insignien sowie offiziellen Dokumenten erklärt. Doch nach einiger Zeit erhielt Tapper den Lohn für seine Bemühungen. Und das ist gut so, weil es göttlich bestimmt ist. Und die Exekutive guckt dumm aus der Wäsche. Die römisch-katholische Kirche beherrscht die Welt, sagt Tapper Saucy hier. Da muss ich doch mal eben ein Buch suchen. Na, kein Buch, ein Bild. Entschuldigung, ich muss ein Bild suchen. Aus der Chicago Tribune vom 1903. Mal sehen, wie viele Bilder er mir hier gibt unter diesem Motto. Anscheinend nur das eine hier. Ah, da ist es. Da wartete ich drauf. Das ist aber nur das kleine Bild, wa? Ja, wenn ich das groß mache, kann man das nicht mehr so gut lesen. Das ist jedenfalls das Bild von James E. Quigley, Erzbischof von Chicago, der ein Interview gegeben hat am 5. Mai 1903 der Chicago Daily Tribune, der Tageszeitung dort. Und das kann man nachlesen unter anderem hier. Das gelb angestrichene, kann ich euch ein bisschen größer machen, kann man jetzt schlecht sehen, ist eine schlechte Auflösung. Wenn ihr selbst einen Computer habt, dann ist das leichter zu lesen. Oder man kann sich das leichter runtersuchen. Jedenfalls sagt dieser Quigley, komischerweise ein Namensvetter von dem Professor an der Georgetown-Universität, der Mentor von Bill Clinton, er sagt hier, innerhalb von 20 Jahren wird dieses Land die Welt regieren. Könige und Kaiser und andere Despoten werden vergehen und die Demokratie der Vereinigten Staaten wird ihren Platz einnehmen. Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika die Welt regieren, dann wird die römisch-katholische Welt, dann wird die römisch-katholische Kirche die Welt regieren. Nichts kann gegen die Kirche bestehen. Ja? Das sagt er 1903. Naja, seine 20 Jahre waren vielleicht ein bisschen zu voreilig, aber nichtsdestotrotz wissen wir ja, wie die Vereinigten Staaten von Amerika mehr oder weniger die Welt regieren heutzutage. Und
diese Aussage von diesem Bischof von Chicago zugrunde nehmend, muss man verstehen, wenn wir jetzt verstehen, warum Tapassorsi hier sagt, die römisch-katholische Kirche herrscht tatsächlich über die Welt. Das gibt einen Einblick, den man da sonst gar nicht drüber hat. Die römisch-katholische Kirche ist basiert in Europa, in Rom, in Italien. Und Amerika ist auf dem amerikanischen Kontinent, Nordamerika, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist eine ganze Menge dazwischen. Das sind zwei Welten. Aber diese zwei Welten können nur koexistieren durch eine Zusammenarbeit, die sie haben. Und diese Zusammenarbeit wird unter anderem auch in der Bibel beschrieben, wenn wir die Bibel in Offenbarung Kapitel 13 so auslegen, dass das Tier aus dem Wasser natürlich das Papsttum ist und dass das Tier aus der Erde die Vereinigten Staaten von Amerika sind. Da kommen wir auch später nochmal zu. Aber der Satz, den Tapassorsi hier sagt, die römisch-katholische Kirche herrscht tatsächlich über die Welt, ist wichtig, weil wir hier auch schon verstehen, dass Religion und Politik unauslöschlich miteinander verbunden sind. Ja? Und er sagt dann noch zum Schluss, und das ist auch gut so, weil es göttlich bestimmt ist. Ja, das lesen wir, lernen wir, glaube ich, in Kapitel 24, das Zeichen des Kain. Okay. Herrscher des Bösen ist extrem. Schreckt sie das etwa ab? Die Inhalte wurden recherchiert und niedergeschrieben während einer Epoche der Flucht, die wahrscheinlich das Leben des Autors von rachsüchtigen Bundesbehörden rettete. Ich wollte das Buch von dem Moment an veröffentlichen, nachdem ich den ersten Entwurf 1993 gelesen hatte. Mir war zu dieser Zeit nicht bewusst, dass Tapper ebenfalls der Autor des Klassikers The Miracle on Main Street war und dass er auch das vorliegende Werk offiziell für sich selbst beanspruchen könnte. Tapassorsis Identität war mir bis zu seiner Gefangennahme im Jahr 97 übrigens nicht bekannt. Nun, wenn jemand ein Geheimnis bewahren kann, dann Tapassorsi. Wie kein anderes Buch, das mir während meiner 30 Jahren als Literaturagent untergekommen ist, siehst du hier 30, während meiner 30 Jahre, das mir während meiner 30 Jahre als Literaturagent untergekommen ist, legt Herrscher des Bösen tatsächlich dar, wer wirklich an der Spitze der Weltmacht sitzt, bezeichnet sie als böse, ungefähr so böse, wie mehr oder weniger der Rest von uns auch ist, und erklärt dann, wie die geistliche Bosheit an höheren Orten für das letztendliche Wohl der Menschheit wirkt. Es ist ein Buch über Verschwörungen, das nicht dafür eintritt, über die Übeltäter zu richten. Herrscher des Bösen ist dahingehend weitgehend ein Selbsthilfeprodukt. Es vermittelt nützliches Wissen und enthüllt die Weltherrschaftsstrukturen, wie sie wirklich sind. Sobald wir die Realität so sehen können, wie sie tatsächlich ist, wächst unsere Entscheidungsfähigkeit und unsere Pfade werden weiter und unser Leben verbessert sich. Aber erwarten Sie keine einfache Lektüre. Teile des Buches sind vollgestopft mit historischen Details, mit denen sich Ihr Kopf leicht überfordert fühlen könnte. Sollte das passieren, dann blättern Sie einfach zu ein paar besser lesbaren Teilen. Oder schauen Sie sich die Bilder an. Meinem Klienten ist's egal, wenn er beiläufig gelesen wird. Von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, von der Mitte oder ein paar Seiten gleichzeitig. Nehmen Sie sich diese Freiheit. Wenn ein Kapitel nicht zu Ihrer aktuellen Stimmung passt, blättern Sie weiter zu einem anderen, das besser passt. Verwenden Sie ein Lesezeichen oder nutzen Sie die Klappen des Schutzeinbandes. Ich habe übrigens von Brett Norman ganz tollerweise Rulers of Evil in Englisch auch original geschickt bekommen. Ich habe das Buch also auch physisch hier liegen jetzt, neben dem, das ich als PDF habe. Am Ende werden Sie aber die losen Enden inhaltlich zusammenbringen. Und ich versichere Ihnen, wenn Sie dieses vollbracht haben, dass Sie ein anderer Mensch sein werden. Sie werden eine Weltanschauung haben, die von Beweisen geprägt sein wird, die noch niemals zuvor jemand in dieser Art und Weise zusammengetragen hat. Ich kann dies mit dem Brustton der Überzeugung sagen, weil dieses Buch noch heute mein eigenes Leben prägt und in mir einen Prozess in Gang gesetzt hat, die vielen der bisher unbeantworteten Fragen unserer Zeit zu beantworten. Peter Fleming. Die letzten Sätze, die der Peter Fleming hier sagt, hoffe ich, dass das auch für die Menschen gelten, die diese Lesung verfolgen werden, wenn sie alle Kapitel dieses Buchs verfolgt haben. Wir werden, sobald es möglich ist, das Buch im Internet veröffentlichen und der Link zum Gratis-Download dieses Buches wird natürlich mitgegeben sein. Das nimmt nicht weg,
dass ich es trotzdem ganz lesen werde. Aber es ist ja umso schöner, wenn jemand, der dieser Lesung auf Video folgt, nebenbei das Buch auch noch in Händen hält und selbst kontrollieren kann und seine eigenen Notizen dabei nehmen kann und so weiter und so weiter. Ja, jetzt sind wir zur Einleitung Orientierung gekommen, wo wir Tapper Saucy selbst hören, haben aber, glaube ich, nur noch 10 Minuten, bis die Stunde voll ist, Stefan. Na, 11 Minuten. Ich würde sagen, dass wir hier stoppen und dass wir die Orientierung oder dass ich die Orientierung nächstes Mal lese und dass wir vielleicht noch eben ein kleines Resümee ziehen über die Dinge, die wir gerade eben besprochen und gelesen haben, wenn du da noch ein paar Anmerkungen drauf hast, Bruder. Bist du noch da? Mikrofon ausgeschaltet. Ah, Moment. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ich hatte es Ah. eben mal ausgeschaltet, weil ich habe hier noch einen Kater, der rennt mir zwischen den Beinen rum und hat ist sehr redefreudig. Ich wollte nicht, dass er mit auf Aufnahme kommt. Okay. Vielleicht war aber trotzdem das ein oder andere Mal zu hören. Das weiß ich jetzt nicht. Gut, okay. Von mir aus jetzt erstmal keine weiteren Ergänzungen. Ich habe ja mich in der Mitte inhaltlich schon etwas ausgelassen. Und du hast das ja wunderbar bisher kommentiert. Was ich sehr gut fand, war, dass am Anfang, wo du dann nochmal auf die Verschwörungstheorien eingegangen bist, gleich im ersten Satz quasi, wo wir uns da sehr lange dran aufgehalten haben, was aber wichtig war meiner Ansicht nach. Und ich denke, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, den Schlusspunkt für diese Lesung zu setzen. Sonst würden wir es jetzt, glaube ich, auch hier überfrachten. Das ist ja immer so die Sache, wie lange der Zuhörer, sage ich mal, die Kurve der Aufmerksamkeit halten kann. Und die Stunde hat ja bei deinen anderen Videos auch immer gut getroffen. Und ich denke, das ist auch ein guter Punkt hier. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob du beim nächsten Mal da auch bei sein wirst. Das war ja jetzt mehr oder weniger zufällig, kann man ja nicht sagen. Zufälle bestehen ja nicht, aber das war eine göttliche Fügung, dass du da bei dieser Lesung hier mit bei warst. Ich sage schon mal so weit, Stefan, ich habe in den nächsten Wochen ein wenig Zeit, hoffe ich, mehrere Lesungen hiervon zu machen. Wenn du auch Zeit hast, dann können wir uns eventuell dazu verabreden. Vor allen Dingen, wenn du möchtest, dann kannst du da gerne mit bei sein. Und kannst das Buch zusammen mit mir lesen, ansonsten werde ich es alleine machen. Ich freue mich jedenfalls unglaublich, dass du dieses Buch überhaupt in Angriff genommen hast und übersetzt hast. Und dass du mich dadurch in die Lage versetzt, nachdem ich das Buch vor einigen Jahren in Englisch gelesen habe, mir dann der Andreas eine wunderbare Übersetzung gemacht hat, einer Zusammenfassung, die ich dann zusammengestellt habe, dieses Buch gemacht habe, ich 13 Videos, glaube ich, erstellt aus der Zusammenfassung dieses Buches und dass ich jetzt in die Möglichkeit gesetzt wurde, das Buch in Deutsch zu lesen, obwohl ich so viele andere Dinge habe. Aber ich dachte mir, da kann er auch noch irgendwo bei und ich finde irgendwo noch einen YouTube-Kanal, wo ich die Videos unterjubeln kann. Und wenn das auf dem kleinsten Kanal ist, wo jetzt das tägliche Seelenbrot immer erscheint, dann kann das da ab Februar dieses Jahres erscheinen und da gibt es halt nur 100 Abonnenten. Ja, da müssen da halt mal mehr kommen, wenn sie die Sendung da finden. Also dann kann man das da schauen. Und dann werde ich das wohl da veröffentlichen. Das ist dann ein Drittkanal ganz in Deutsch, wo das tägliche Seelenbrot im Augenblick besteht. Ja, ich will es jetzt auch nicht zu lang machen. Herzlichen Dank für deine begleitenden Worte und dass du dabei warst bei der ersten Lesung. Herzlichen Dank, dass du dir überhaupt die ganze Arbeit gemacht hast, das Buch zu übersetzen. Und auch an euch herzlichen Dank fürs Schauen und fürs Zuhören und ich hoffe auch fürs Verteilen, ne? Ich habe das damals schon immer gesagt bei den Videos der Zusammenfassung. Diese Arbeiten sind komplett urheberrechtsfrei. Ich habe den Viktor gefragt, ob der vielleicht ein Intro, Outro machen kann und die Musik sollte dann auch urheberrechtsfrei sein. Müssen wir dann sehen, ob das auch klappt. Aber ansonsten die Lesung selber, das Buch zu gebrauchen, das ist frei von einer Privatperson ins Deutsche übersetzt, ohne Gewinnsucht. Also von daher ist das komplett urheberrechtsfrei. Das kann verteilt werden, so weit wie möglich, um so viel wie möglich Menschen zu informieren von dieser großen Verschwörung, in der wir leben, und dass sie merken, dass nur in der Bibel die einzige Wahrheit in dieser Welt zu finden ist. Und dafür ist es notwendig, dass wir tagtäglich uns in der Bibel
informieren und lernen und lesen und dass wir die Bibel verstehen und dass wir Gott verstehen und dadurch, dass wir Gott verstehen, das ganze System verstehen, in das er uns hier gesetzt hat, dass wir verstehen, wo wir herkommen, warum wir hier sind und wohin wir gehen und da vor allen Dingen, dass wir sehen auch, dass wir, naja, ich will nicht sagen, dass wir wählen können, weil wir haben keinen freien Willen, aber dass wir halt hoffen können, dass wir durch Gottes Gnade erwählt sind, um zum ewigen Leben errettet zu werden, wenn wir Jesus Christus als unseren Erlöser annehmen. Und dafür müssen wir an erster Stelle unsere Bibel lesen. Die Bibel und das wunderbare Werk von Tapassource, die Herrscher des Bösen zusammen, das kann einigen Leuten schon ganz schön helfen. Wir werden sehen, wo es uns hinführt. Aber mein Tipp bis zum nächsten Mal ist: Lest eure Bibel. Maranatha.